Der Sound der Freiheit. Die Jungs des Cobra MC Bataille treffen sich zum Oktoberfest. Bayerische Musik, bayerisches Bier, bayerisches Essen. Was will man mehr? Was für die einen martialisch anmutet, ist für andere romantisch. Stone, der Vorsitzende, leistet Schwerarbeit. 100 Umarmungen an diesem Abend. Publikum im besten Führerscheinalter und zünftig gekleidet, so oder so. Die Küstenreiter aus dem Golf von Siam. Resi, ein bisschen anders als gewohnt, aber durchaus sehenswert in der Welt nostalgischer Kerle. Welche Ziele verfolgt so ein Motorradclub? Der Inhalt dieses Clubs ist einfach das Zusammensein, die familiäre Gemeinschaft, die Partnerschaft, der Brüderschaft, einfach Motorrad zu fahren und halt hinzugehen und die Zeit zu genießen, auch in der schweren Zeit, gerade jetzt momentan, wo halt nicht jeder da sein kann. Viele Member von uns auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz und England sind. Wir gucken halt immer, dass wir das Beste draus machen und es harmoniert. Wir werden immer von Jahr zu Jahr größer und es werden immer mehr Leute dazukommen und es harmoniert ganz einfach und das macht halt meine Spaß. Scheiß auf die Regeln, zumindest im positiven Sinne. Ja, wir machen, unterstützen unter anderem auch das HIV-Center für also HIV-infizierte Kinder in Rayong, Banchang. Da sind wir auch dann wieder zum Weihnachtsfest, unterstützen das ein bisschen. Und halt auch an der Aktion mit Reisspende jetzt in Pattaya haben wir uns beteiligt. Und halt so bei Schulen oder irgendwo, wo wir halt gucken, dass wir die unterstützen können mit ein bisschen Geld oder Sachwerten, sind wir auch gern dabei. Da, wo Whisky eingeschenkt wird, findet man Details und gleich daneben die Norweger. Alles klar, ja. Du, ja, ich habe mal nicht bra. Ja. Und das war hyggelig, ich komme hier heute. Wo feiern die Cobra-Gruppen? Ja, von denen, wie wir invitiert. Und da, wollen wir sehen. Wer ganz das Glaubensbekenntnis der Biker leben will, muss getauft werden. Heute sind es zwei. Eine Zeremonie, wie sie nur die Fußballer des FC Bayern München kennen, wenn sie Meister geworden. Auch Thais leben nach dem Glaubensbekenntnis der Biker. Now I happy so much from Biker another country come right from freedom. No war. Thank you very much. Biker verstehen sich ohne große Worte. Das Motorrad verbindet sie als grenzüberschreitendes Symbol der Freiheit.